Salzkammergut radelt. Unter diesem Motto wird von 13. bis 22. Mai überall im Salzkammergut kräftig in die Pedale getreten. Seien Sie dabei und genießen Sie das abwechslungsreiche Auf und Ab zwischen Bergen und Seen. Für Jung und Alt erleben Sie spektakuläre Raderlebnisse, unvergessliche Bike-Abenteuer und ein abwechslungsreiches Programm beim Saisonauftakt Salzkammergut radelt. Naja, wir haben uns gedacht, wir machen das Thema Radfahren als Saisonauftakt vom 13. Mai bis zum 23. Mai, wo sich alles um das Thema Radfahren dreht. Über 100 verschiedene Veranstaltungen, die wir da veranstalten und promoten. Viele davon sind auch kostenfrei. In allen Regionen gibt es unterschiedliche Veranstaltungsformate. Am Mondsee gibt es Kulinariktouren, wo wir Almen besuchen. Man kann Fahrräder ausleihen. Es gibt Fahrtechniktrainings. Ein Höhepunkt ist sicher der Radtag am Sonntag rund um den Attersee, wo mehrere 10.000 Menschen erwartet werden, die den Attersee umradeln. Für groß und klein, wirklich ist alles da. E-Mountainbiken, normales Radfahren, Straßenrennradfahren. Eine wunderschöne Programmvielfalt an allen Orten des Salzkammergutes. Ja, wir haben dort einerseits die geführten Touren, wir haben Fahrradtrainings und wir haben Genussradtouren. Und das alles vereinen wir dort in diesen 10 Tagen. Der Folder ist da. Unter salzkammergut.at sind alle Informationen einfach abrufbar. Für wen ist die Veranstaltung was? Natürlich für alle, prima natürlich für unsere Einheimischen, die da mitfahren sollen, aber auch für unsere Tagesgäste, Übernachtungsgäste. Jeder kann und ist herzlich willkommen, dass er da teilnimmt.